Wie gut war eigentlich Deutschland von 1972 bis 1974? Man spricht oft von der besten deutschen Mannschaft aller Zeiten. Das Team um Franz Beckenbauer wurde 1972 erst Europameister, 2 Jahre später dann im eigenen Land Weltmeister. Die wichtigsten Spieler dieser Elf kennt auch heute noch jedes Kind, denn sie haben den Fußball auf Generationen geprägt. Das ist ihre Geschichte. Wir schreiben das Jahr 1965. Werder Bremen wird deutscher Meister, Rudi Brunnenmeier von 1860 München mit 24 Treffern Torschützenkönig. Doch es ist auch die Saison, in der 2 Vereine gemeinsam in die Bundesliga aufsteigen, die den deutschen Fußball von da an bereichern und bis heute prägen sollten. Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Es dauerte nicht lange, bis sich die ersten Erfolge einstellten. Die Bayern holten sich 1969 die Meisterschale, die Gladbacher ein Jahr später. Bundestrainer Helmut Schön hatte Grund zur Freude, denn die Spieler der Bayern und der Fohlen übernahmen auch in der Nationalmannschaft immer mehr das Ruder. Der ebenso feinfüßige wie rebellische Günter Netzer, Terrier Berti Vogts und Jupp Heynckes auf der einen Seite, Sepp Maier, die Katze von Anzing, und die Tormaschine Gerd Müller auf der anderen. Und natürlich der Kaiser, Franz Beckenbauer. Bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko verlor die deutsche Mannschaft im Halbfinale das sogenannte Jahrhundertspiel gegen Italien mit 3:4 und wurde am Ende Dritter. Nach dem Turnier trat Uwe Seeler aus der Nationalmannschaft zurück. Beckenbauer wurde zum neuen Kapitän ernannt. In München machten derweil 2 18-jährige Talente auf sich aufmerksam, Uli Hoeneß und Paul Breitner. Unter dem neuen Bayern-Coach Udo Lattek hatten die beiden bereits in der DFB-Nachwuchsmannschaft gespielt, jetzt wurden sie auf Anhieb zu Stammkräften. Erst im Verein, dann auch in der Nationalelf. Am Niederrhein legte Rainer Bonhoff eine ähnlich rasante Karriere hin. Doch natürlich bestand das DFB-Team nicht nur aus Gladbach- und Bayern-Spielern. Zu den anderen Leistungsträgern gehörten Spieler wie der Kölner Wolfgang Overath, Abwehr-Haudegen Horst-Dieter Höttges von Werder Bremen und Stürmer Jürgen Grabowski von Eintracht Frankfurt. Als Geburtsstunde für die Mannschaft, die später die großen Titel gewann, gilt das Spiel gegen England am 29. April 1972 im Londoner Wembley Stadion. Das Spiel wird oft als EM-Viertelfinale bezeichnet, war aber im Grunde die letzte Qualifikationsrunde für das Endturnier in Belgien. Noch nie hatte eine deutsche Elf ein Spiel auf englischem Boden gewinnen können. Zudem waren Vogts und Overath verletzt. Doch die Deutschen zeigten eines der besten und berühmtesten Länderspiele ihrer Geschichte. Beckenbauer und der ungewohnt defensiv agierende Netzer zogen die Fäden und schalteten sich abwechselnd immer wieder in die Offensive ein. Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Ein unsterbliches Zitat des deutschen Fußballs. Uli Hoeneß, der erst wenige Monate vorher sein erstes Länderspiel machte, traf zum 1:0. Nach dem Ausgleich der Engländer erzielte Netzer per Elfmeter die erneute Führung. Gerd Müller, wer sonst, traf zum 3:1 Endstand. Die Zuschauer rieben sich die Augen. So passsicher, so elegant, mit so viel Flair und Charisma hatte man eine deutsche Mannschaft noch nie gesehen. Von den Medien wurde sie daraufhin Wembley Elf getauft. Das 0:0 im Rückspiel reichte für den Einzug in die Endrunde. Dort wurde zunächst Gastgeber Belgien dank 2 Toren von Müller mit 2:1 geschlagen. Im Finale traf Deutschland auf die Sowjetunion. Beckenbauer und Co. wirbelten über das Spielfeld und ließen der UdSSR keine Chance. Gerd Müller traf erneut 2-mal, dazu der Gladbacher Herbert Wimmer. Hochverdient ging der Pokal in die BRD, der erste Titel seit dem Wunder von Bern 1954. Folglich galt die Mannschaft als einer der Top-Favoriten für die WM 1974, die zudem im eigenen Land ausgetragen wurde. Günter Netzer, beim Spiel in Wembley noch der überragende Mann auf dem Platz, war beim Turnier allerdings nur 2. Wahl hinter Wolfgang Overath. Die Bayern-Achse dominierte im 4-3-3-System das Feld. Im Tor Sepp Maier, davor mit Beckenbauer, Breitner und dem unterschätzten Katsche Schwarzenbeck gleich 3 weitere Münchner. Im Mittelfeld wuselte Uli Hoeneß, vorne stand der Bomber der Nation. Gerd Müller war zu diesem Zeitpunkt längst einer der besten Stürmer aller Zeiten und wurde seinem Ruf auch bei der WM gerecht. Nach Siegen gegen Chile und Australien traf die DFB-Elf im letzten Gruppenspiel ausgerechnet auf die DDR. Das erste und einzige direkte Duell der beiden deutschen Nationen. Durch ein Tor von Jürgen Sparwasser gewann der Osten überraschend mit 1:0 und landete damit in der Tabelle vor der BRD. Viele Akteure von damals sagen jedoch bis heute, dass diese Niederlage im Grunde das Beste war, was der Mannschaft passieren konnte. Denn zum einen landete man dadurch in der leichteren Zwischenrundengruppe und entging Brasilien und den Niederlanden.
Zum anderen raufte die Pleite die Spieler zusammen. Die Chemie im Team war vorher nicht die beste, jetzt übernahm Beckenbauer das Kommando und bestimmte fortan die Taktik. Bundestrainer Helmut Schön ließ seinen Star gewähren. In der Zwischenrunde gewann man zunächst gegen Jugoslawien mit 2:0 und dann trotz Rückstands gegen Schweden mit 4:2. Im letzten Spiel gegen Polen hätte ein Unentschieden für den Einzug ins Finale gereicht. Die Polen spielten ein großartiges Turnier und waren amtierender Olympiasieger, doch in der legendären Wasserschlacht von Frankfurt konnten sich die Deutschen dank einem Tor von Müller knapp mit 1:0 durchsetzen. Im Finale am 7. Juli 1974 traf man in München auf die Niederlande. Nach Ansicht vieler Fans und Experten hatte Oranje um Superstar Johan Cruyff den besten und attraktivsten Fußball im Turnier geboten und die Niederländer starteten furios. Ohne dass die deutsche Mannschaft einmal in Ballbesitz war, wurde Cruyff von Uli Hoeneß in der ersten Minute im Strafraum gefoult. Johan Neeskens ballerte den Ball in die Mitte, das schnellste Tor in einem WM-Finale bis heute. Doch die Deutschen verdauten den Schock schnell. In der 25. Minute kam Bernd Hölzenbein zu Fall. Wieder gab es Elfmeter. Eine bis heute sehr umstrittene Entscheidung. Paul Breitner war das egal. Er traf zum Ausgleich. Kurz vor der Pause folgte dann der große Moment von Gerd Müller. Umringt von zwei Verteidigern zog Müller auf engstem Raum fast ansatzlos aus der Drehung ab. Ein typisches Müller-Tor. Sein 68. und letztes für die Nationalmannschaft. In der zweiten Halbzeit waren die Holländer dominierend, doch Sepp Maier hielt alles, was auf seinen Kasten kam. Die deutsche Mannschaft war 74 vielleicht nicht mehr so spielstark wie noch zwei Jahre zuvor, aber was Einsatz und Wille anging, machte ihr keiner was vor. Die berühmten deutschen Tugenden, die seitdem immer wieder zitiert werden, manchmal mehr, manchmal weniger passend. Als das Spiel um 17.45 Uhr abgepfiffen wurde, war Deutschland zum zweiten Mal Weltmeister. Franz Beckenbauer war der Erste, der den neuen WM-Pokal in die Höhe stemmen durfte. Es war gleichzeitig das Ende dieser erfolgreichen Epoche. Einige Spieler wie Müller und Overath erklärten direkt nach dem Turnier ihren Rücktritt. Günter Netzer folgte kurze Zeit später. Bei der EM 76 konnte die Mannschaft ihren Titel nicht verteidigen. Im Finale schoss Uli Hoeneß den entscheidenden Elfmeter in den Himmel von Belgrad. 1978 kam es dann zur berühmten Schmach von Córdoba gegen Österreich. Doch Beckenbauer, Hoeneß, Heynckes, Netzer, sie alle sollten den Fußball in unterschiedlichen Rollen auch in den kommenden Jahrzehnten noch mitbestimmen. Was sagt ihr zur goldenen Ära des deutschen Fußballs? Schreibt es in die Kommentare und denkt daran, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.